funny. Als Dekanin der Philosophischen Fakultät darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. Es ist mir eine Ehre, dass ich heute zu den Antrittsvorlesungen unserer neuen Kollegin Nora Raschle und den neuen Kollegen Boris Bryant, Dominik Petko und Marco Siano ein paar einleitende Worte sprechen darf. Antrittsvorlesungen sind eine langjährige Tradition an der Universität Zürich und für neu ernannte Professorinnen und Professoren und Privatdozierende sind sie eine Gelegenheit, ihre Forschung einem breiten Publikum näher zu bringen, anders als sonstige Seminare oder Kolloquien, wo man eben meistens mit eigenen Studierenden aus dem eigenen Fach oder mit Kolleginnen und Kollegen aus dem eigenen Fach überwiegend zu tun hat. Hier können jetzt auch Gäste, Freunde, die Öffentlichkeit alle teilhaben und sich einen Einblick erwerben eben in die vielfältigen Forschungsgebiete unserer Universität. Für die neuen Kolleginnen und Kollegen ist es einerseits ein Abschluss eben von einem Bewerbungs- oder Habilitationsverfahren und gleichzeitig gewissermaßen der formale Startschuss zu etwas Neuem, nämlich der Tätigkeit an der Universität Zürich. Und ganz wichtig, denke ich, über all das hinaus ist so eine Antrittsvorlesung eben auch ein Moment, wo man würdigt, was diese Kolleginnen und Kollegen eben in ihrer Forschung und Lehre auch schon alles geleistet haben. Ein Tag, der ihnen gehören soll und an den sie sich oft auch lange erinnern. Wie wir jetzt eben schon zu Anfang gehört haben, haben wir heute nicht nur eine bzw. einen Professor oder Privatdozenten hier, sondern wir haben gleich vier Personen. Das ist ein neues Format, was in diesem Semester begonnen wurde. Und so soll gleich eben dann auch die Diskussion angeregt werden über Fachgrenzen hinaus, über Fakultäten hinaus, damit man eben auch sieht, wie diese verschiedenen Bereiche miteinander sprechen. Es soll auch helfen, gleich Netzwerke zu knüpfen innerhalb der Universität Zürich und eben zu einer Gemeinschaft zu werden. Gemeinsam wird also heute dann ein Thema diskutiert und das Thema lautet: Wie wird Wissenschaft relevant? Interdisziplinarität, Citizen Science, Wissenstransfer, eine Diskussion über gesellschaftliche Ansprüche und Kriterien, denen Wissenschaft gegenübersteht. Also ein ziemlich anspruchsvolles Thema und ich bin sehr gespannt, was für verschiedene unterschiedliche Perspektiven wir da hören werden heute, einerseits aus der medizinischen Fakultät und andererseits aus der philosophischen Fakultät, die jeweils mit zwei Personen heute in diesem Panel vertreten sind. Der Kollege Mike Martin, Psychologe aus unserer philosophischen Fakultät, wird die Diskussion leiten. Und auch auf die individuelle Vorstellung der einzelnen Personen muss nicht verzichtet werden. Das wird auf digitalem Wege ergänzt und Sie werden gleich sehen, wie das funktioniert. Wir freuen uns also jetzt auf den interdisziplinären Austausch und ich übergebe an Kollegen Professor Mike Martin und danke schon jetzt auch allen, die sich an dem Panel beteiligen und freue mich auf die Diskussion. Sehr geehrte Frau Prorektorin Siegert, liebe Frau Dekanin, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den einzelnen Disziplinen, einzelnen Fächern, liebe Studierende, liebe Damen und Herren und Gäste und insbesondere Ihnen herzlich willkommen, die Sie heute mit mir auf dem Podium sind. Warum ich überhaupt hier sitze, ich werde mich so weit wie möglich im Hintergrund halten, ist, dass ich schon seit fast 20 Jahren bei der Universität Zürich bin und mich jedes Mal darauf freue, neuen Input zu bekommen. Die Zukunft der Universität Zürich ruht ja auf Ihnen, auf Ihren Schultern. Und deswegen sind wir sehr gespannt auch auf das heutige Thema, die heutige Auseinandersetzung und eben auch die Möglichkeit, wirklich, wie es schon Frau Michailova gesagt hat, verschiedene Perspektiven bei einem wichtigen Thema aufzunehmen. Die vier Neuen, die sich vorstellen,
Die stellen sich selbst vor und wir werden beginnen mit Frau Professorin Nora Raschle. Ich habe ein vergrößertes Modell des menschlichen Gehirns mitgebracht. Ich habe das Glück, mich in meiner Arbeit jeden Tag mit dem auseinandersetzen zu können, was mich am meisten fasziniert. Und zwar der Versuch zu verstehen, wie das menschliche Gehirn funktioniert und wie es uns zu dem macht, wer wir sind. Mein Name ist Nora Maria Raschle. Ich bin Assistenzprofessorin für Psychologie für Kinder und Jugendliche hier am Jacob Center for Productive Youth Development an der Universität in Zürich. Mein Forschungsgebiet liegt in den entwicklungsbezogenen Neurowissenschaften. Das heißt, wir interessieren uns dafür, wie sich das menschliche Gehirn entwickelt, wie es wächst und wie es lernt. Wir arbeiten vor allem mit Hilfe der Magnetresonanztomographie. Das ist eine Methode, die es uns erlaubt, Schnittbilder des gesamten Inneren unseres Körpers zu erstellen. Dabei interessieren wir uns speziell für das Gehirn. Wir kombinieren diese Methode, die Magnetresonanztomographie, aber auch mit Verhaltensuntersuchungen, klinischen Interviews, Neurophysiologie oder Augenbewegungsanalysen. In unserer Forschung konzentrieren wir uns vor allem dafür, die Gehirnentwicklung besser zu beschreiben. Ein spezielles Augenmerk legen wir dabei auch auf die frühe Beschreibung und Diagnose von entwicklungsbezogenen und psychiatrischen Auffälligkeiten. Unser Ziel ist es, dass wir schlussendlich eine frühere Diagnose und Prävention erreichen können, um jedem Kind die gleiche Chance für einen bestmöglichen Start in ihr Leben zu geben. Selber habe ich immer schon gerne gelesen und gemalt und ich versuche diese Kreativität auch in unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit einzubringen. Zum Beispiel male ich gerne Comics oder Bildergeschichten, welche es uns erlauben, die Forschung, die wir machen, die Methoden oder auch die Resultate auf eine einfache und spaßige Art und Weise allen zu vermitteln. Ich glaube, dass unsere Forschungsresultate nur dann richtigen Wert tragen, wenn sie auch implementiert werden können, wenn sie übertragbar sind, sei es in das Bildungssystem, in die Politik, in die Klinik oder in den Alltag. Ich hoffe, dass in unserem Forschungsfeld das Open Science Movement noch weitergehen wird, die offene Wissenschaft, dass wir Grenzen und Methoden überschreiten können, dass wir vermehrt Arbeit schätzen, welche über längere Zeit hinweg erfolgt, über größere Gruppen hinweg Kollaborationen ermöglichen, vielleicht länger dauern, aber auch mehr Resultate liefern. Vielleicht gleich eine Frage dazu. Der Aufwand bei bildgebenden Verfahren ist ja sehr groß und deswegen die Frage, wo sind denn die Vorteile, wenn man mit bildgebenden Verfahren arbeitet, gerade mit Kindern, und was muss man unbedingt beachten? Das stimmt, ja. Also die MRI-Untersuchungen sind wirklich sehr aufwendig, obwohl wir hier technisch schon sehr viele Fortschritte gemacht haben. Der Vorteil davon ist, dass man die Hirnstruktur und Funktion untersuchen kann und die Antwort des Gehirns nicht beeinflussbar ist, wie es zum Beispiel der Fall ist, wenn die Kinder eine Antwort auf eine Testfrage geben. Was man sehr beachten muss, ich glaube, dass der Wissenstransfer sehr wichtig ist, dass wir zwar von Kindern und Jugendlichen sehr viel lernen können, aber gleichzeitig ihnen auch beibringen dürfen und müssen, wie die Methode funktioniert, was es ist, das sie machen und weshalb sie an unseren Studien teilnehmen. Und mit diesem Verständnis der Wichtigkeit der Untersuchungen und wie die Methoden funktionieren, ist es auch viel einfacher möglich, eine eher neue Methode wie die Magnetresonanztomographie mit Kindern umzusetzen. Dankeschön. Dann kommen wir zum zweiten Person, die heute auf dem Panel bei uns sind, Privatdozent Markus Jano, und er stellt sich ebenfalls kurz vor. Oh je. Nein, ich hätte eigentlich Viehmech werden sollen. Da bin ich gut in der Schule gewesen. Da hat die Mutter gesagt, ja, dann machst du halt weiter, wenn du gut bist. Dann hast du die Kante vor. Ja, machst halt noch ein bisschen weiter, ist doch gut. Dann kannst du studieren, wenn du dann gehst du studieren, Medizin, ja, dann machst du noch ein bisschen weiter. Dann habilitiert, obwohl man das eigentlich, wenn man gewusst hat, was es ist, genau. Ich bin Markus Jano, ich bin Internist und Onkologe. Und was ich mache, ist die Kopf-Hals-Tumoren vor allem und Schilddrüsentumoren eigentlich genetisch-molekular weiter zu entschlüsseln, den Fingerabdruck vom Tumor feststellen und dann können voraussagen, auf welche Behandlungen der Tumor anspricht oder halt eben nicht. Ich glaube, ein guter Doktor im Alltag muss noch irgendwie verankert sein mit der Forschung, muss sich können vertiefen in ein Thema, muss die Methodologie kennen, wie man etwas angeht
um die beste Behandlung am Patienten zukommen zu lassen. Und wichtig ist auch, dass man seine Grenzen kennt und dass man ein gutes Netz hat, Kontakt, wo man beiziehen kann, um eben wiederum die beste Behandlung für den Patienten wählen zu können. Ich bin nicht insofern an die Uni gekommen und hatte schon im Sinn, akademische Karriere zu machen, zu habilitieren und so weiter. Ich durfte an einer sehr guten Onkologie mitarbeiten und auch publizieren und habe dadurch den Hunger gefunden an die Forschung und an die Wichtigkeit der Forschung. Und man hat natürlich dann schon auch gesehen, dass man vielleicht auch der jüngeren Generation etwas mitgeben kann. Und denke, dass das vielleicht ein guter Ausgleich ist, auch für den klinischen Alltag. Also ich habe zwei Objekte mitgenommen. Das erste ist ein Stein, den mein Sohn im Kindergarten gestaltet hat. Das habe ich bei mir auf dem Pult. Und es ist für mich ein wichtiger Ausgleich, Familie. Und immer wenn ich den Stein anschaue, werde ich wieder daran erinnert, dass es eben noch etwas anderes gibt im Leben. Das zweite Objekt ist eigentlich eine Rezeptionglocke. Ich nenne sie Victory Bell, ein bisschen aus dem amerikanisch-angelsächsischen Raum, wo die Victory Bell in der Onkologie eigentlich bedeutet, dass man einen Erfolg eingefahren hat gegen den überstarken Gegner, nämlich den Krebs. Und ab und zu gibt es das eben schon und eben immer häufiger in den letzten Jahren, dass man diesen Krankheiten ein Schnippchen schlagen kann. Und wenn das einmal passiert, vielleicht in einer Situation, die sehr verzweifelt war, dass man es wirklich schafft, dass vielleicht auch ein Patient auf lange Zeit dann geheilt ist, dann darf man auf die Victory Bell läuten. Und dann hat man da so ein kleines Goodie für den Weiterverlauf des Berufs. Sie sind ja jemand, der gleich in mehreren Disziplinen zu Hause ist, als Medizin, Internist, Onkologie, Genetik, Molekularbiologie. Und wenn ich jetzt Student wäre, dann würde ich denken, das will ich auf keinen Fall, das ist ja gar nicht absehbar, wann ich da jemals fertig sein werde, mich auszubilden. Wie machen Sie Werbung bei Studierenden, was sie eigentlich lernen müssen, was sie lernen können, damit sie in ihre Fußstapfen mal treten können? Ja, das ist eine gute Frage, weil wenn man das so sieht, dann denkt man wirklich, dass man da breit gefächert ist. Aber eigentlich kommt eines zum anderen. Und abholen tut man die Studenten eigentlich am Patientenbett. Da entstehen Fragestellungen, Probleme. Wenn man auf die eine Antwort hat, dann ist das für die Studenten einfach ein Highlight, weil sie sehen, dass man weiterkommt, dass man etwas entwickeln kann. Und da entsteht der Hunger. Und eigentlich sind alle meine Studenten, die dann irgendwo sich an mich binden, die sind eigentlich alle in der Klinik irgendwo als Unterassistenten oder Assistenten bei mir gewesen. Und dann hole ich die eigentlich so ab. Genau. Okay. Also die Motivation kommt von der Praxis auch her, die fließt in die Forschung ein und geht auch in die andere Richtung. Vielen Dank. Dann die nächste Person auf unserem Panel ist Privatdozent Manuel Bryant. Ich bin sehr froh, dass er hier ist, weil ich weiß, dass er nur mit wenig Schlaf zurzeit auskommen muss, aufgrund von verschiedenen Erkrankungsfällen, mit der er auch als Arzt zu tun hat. Er stellt sich aber auch kurz vor. Man hat in dieser Zeit festgestellt, dass frühgeborene Kinder, denen man Sauerstoff in den Inkubator eingeleitet hat, besser überlebten als Kinder, die keinen Sauerstoff bekommen haben. Und man hat das mit großer Begeisterung und Euphorie über Jahre und fast Jahrzehnte gemacht. Und eines der Probleme, das es zu dieser Zeit gab, war, dass sehr viele Frühgeborene blind geworden sind. Es hat aber lang gedauert, bis man den Zusammenhang zwischen der Sauerstoffgabe und der Erblindung festgestellt hat. Also mein Name ist Manuel Bryant und ich arbeite als leitender Arzt in der Neonatologie am Unispital in Zürich. Als Neonatologe arbeite ich mit Neugeborenen, mit kritisch kranken Neugeborenen. Das sind großenteils Frühgeborene oder Kinder mit angeborenen Fehlbildungen oder angeborenen schweren Erkrankungen. Ich beschäftige mich in meiner Forschung im Wesentlichen damit, wie gelingt es,
kritisch kranke Neugeborene, Frühgeborene nicht nur besser überleben zu lassen, sondern gesünder überleben zu lassen. Und da geht es im Wesentlichen um die Vermeidung von dauerhaften Schäden am Gehirn, also vor allem Hirnblutungen oder Durchblutungsstörungen vom Gehirn, die sich für den Rest des Lebens der Kinder auswirken. Und was wir da durchgeführt haben, sind Messungen mit einem Sensor so ähnlich wie diesem, der die Sauerstoff- und Blutversorgung des Gehirns misst und der uns erlaubt, kritische Phasen für die Gehirndurchblutung und Gehirnversorgung zu erkennen, bevor sie zu unwiederbringlichen Schäden, also sprich Hirnblutungen, führen. Ich glaube, die größten Herausforderungen in der Neonatologie, was die medizinischen Aspekte betreffen, das werden die sich neu entwickelnden Krankheiten wie die sogenannte neue bronchopulmonale Dysplasie, also eine Lungenerkrankung von Frühgeborenen, sein und nach wie vor das Verhindern von Schäden am Gehirn von Frühgeborenen. Darüber hinaus wird es aber, glaube ich, in der Neonatologie nicht nur um die medizinischen Fragen gehen, sondern es wird um die sozialen, gesellschaftlichen Fragen gehen, die damit zu tun haben, wie leistungsfähig oder wie definiere ich Lebensqualität für mich als Familie, für mein Kind? Wie sehr bin ich bereit, das anzunehmen, was im Leben auf mich zukommt? Und wie sehr habe ich die Vorstellung, dass sich mein Leben nach meinen Vorstellungen richten muss? Und wir alle wünschen uns natürlich, dass unsere Kinder gesund sind. Wir alle wünschen uns, dass unsere Kinder klug, schön, erfolgreich, glücklich sind. Aber es geht im Leben eben nicht darum, ein besonders gutes Blatt auf die Hand zu bekommen, sondern es geht darum, mit dem Blatt, was wir auf die Hand bekommen, gut spielen zu können. Und unsere Aufgabe als Kinderärzte ist es, Kindern und Familien dabei zu helfen, mit dem Blatt, das sie bekommen haben, gut spielen zu können. Ja, vielen Dank. Als Neonatologe ist sozusagen die Person, die Sie untersuchen, sind sehr, sehr jung. Gleichzeitig aber, Sie haben es angedeutet, haben Sie ja nicht nur mit den Neugeborenen zu tun, sondern wahrscheinlich sogar vor allem mit den Familien, mit den Eltern. Inwiefern spielt das für Ihre Forschung oder Forschungsfragen, das Forschungsprogramm eine Rolle? Wie binden Sie da diese Personen mit ein oder wird das allenfalls sogar auch als Forschungsthema behandelt? Also es wird ganz zunehmend ein Forschungsthema. Ich glaube, man hat ja schon gesehen, dass wir in dieser Experten- und hochspezialisierten Medizin eine Expertokratie gelebt haben, die zum Teil auch sehr bevormundend ist und dass wir gemerkt haben, dass wir damit den Bedürfnissen der Menschen nicht gerecht werden, sondern dass es darum geht, herauszufinden, was die Bedürfnisse sind, aber nicht zu bevormunden und nicht den Familien ihre Autonomie zu nehmen. Und das, was sich Familien wünschen, was Familien brauchen, das ist unterschiedlich. Und wie man ihnen am besten dabei helfen kann, das zu verwirklichen, ist unterschiedlich. Und das ist Gott sei Dank auch zunehmend Gegenstand von Forschung, von Forschungsprojekten. Man muss sich heute zunehmend erklären, wenn man Forschung am Patienten und nicht mit Patienten macht, also wenn man eben Patienten als Gegenstand, als Objekt und nicht als Gestalter in der Forschung betrachtet. Und das ist gut so. Und im täglichen Arbeiten zeigt sich das eben darin, dass wir also ganz beispielhaft zum Beispiel im Vorgang der ethischen Entscheidungsfindungsprozess ist das Shared Decision Making, wo es eben darum geht, dass wir unser Fachwissen übersetzen, anwenden auf die konkrete Situation, aber nicht den Eltern, den Familien die Autonomie nehmen. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Dann die vierte Person in dem Panel heute ist Professor Dominik Petko. Er wird sich auch kurz vorstellen. Ja, ein Skateboard ist für mich nicht nur ein Fortbewegungsmittel. Es ist etwas, was mich zwingt, meine Umgebung anders anzuschauen. Ich schaue die ganze Zeit nach möglichen Hindernissen, mit denen man etwas machen kann. Eine Bordsteinkante oder eine Treppe oder irgendwie eine Bank oder vielleicht ein Geländer. Und das ist eine ganz spannende Art von Fortbewegung. Und
dieser Blick auf die Hindernisse, dass Hindernisse etwas Positives, etwas Spannendes sind, wo man kreativ werden kann, ich glaube, das begleitet mich auch in meiner Forschung. Mein Name ist Dominik Pitko. Ich bin Professor für Erziehungswissenschaft hier an der Universität Zürich. Ich beschäftige mich mit allgemeiner Didaktik und Mediendidaktik und ich bin Direktor der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Maturitätsschulen. Die Mediendidaktik beschäftigt sich mit dem Unterrichten mit digitalen Technologien. Wir fragen uns, wie können wir eigentlich mithilfe von Computern, von Handys, mit Tablets den Unterricht verbessern? Da geht es nicht nur darum, vielleicht die Potenziale von Multimedia besser zu verstehen, sondern auch, wie können wir Schülerinnen und Schüler stärker aktivieren, stärker kommunizieren, wie können wir die Lehr-Lernformen verändern, die heute in Schulen üblich sind. Ich glaube, das Wichtigste an meiner Forschung ist, dass es uns letztendlich darum geht, die Qualität von Schule zu verbessern. Schülerinnen und Schüler sollen eine nicht nur schöne Schulzeit haben, sondern eine lehrreiche Schulzeit, die sie vorbereitet auf die anspruchsvolle Zukunft, die aktuell vor uns liegt. Ich glaube, die größte Herausforderung, die wir aktuell haben, ist der Wandel von Bildungsanforderungen. Die Halbwertszeit von Wissen wird immer kürzer und wir wissen immer weniger, auf welche Welt wir unsere Schülerinnen und Schüler eigentlich vorbereiten. Das heißt, wir müssen versuchen, ihnen Kompetenzen mitzugeben, mit denen sie gerüstet sind für Berufe, von denen wir noch gar nicht wissen, welche das eigentlich sind. Und das ist eine sehr große Herausforderung. Die zweite Herausforderung, die ich sehe, ist, dass wir Schülerinnen und Schüler auf eine Welt vorbereiten müssen, wo wir Gerechtigkeitsfragen neu stellen müssen. Also in einer Welt, in der Klimawandel vorherrscht, sind Ressourcenknappheiten zu erwarten. Verursacherprinzipien von diesen globalen Problemen muss man neu denken. Das heißt, wir müssen Verantwortung lehren, nicht einfach nur Wissen. Die letzte Herausforderung, ich glaube, ist, dass wir beim gegebenen Leistungs- und Qualifikationsdruck immer noch Bildung ermöglichen. Bildung, die Kreativität ermöglicht. Bildung, die Spaß macht, die Interesse weckt. Ich glaube, das sind die großen Themen heute. Die Lehre ist für mich etwas sehr, sehr Wichtiges. Es sind aus meiner Sicht wie Echokammern, wo ich probiere, mit Studierenden an neuen Forschungsfragen herumzudenken. Die Studierenden überraschen mich die ganze Zeit mit interessanten Rückfragen, mit Thesen, mit Ideen. Und für mich ist die Uni eigentlich eine Art Labor zum Weiterdenken. Und das probiere ich mit meinen Studierenden zu pflegen. Ja, auch hier eine Frage am Anfang. Viele denken ja, in die Schule geht man, um etwas zu lernen, also vielleicht fürs Leben zum Beispiel. Oder man versteht sich als eine Bildungseinrichtung. Aber wieso heißt es eigentlich Erziehungswissenschaft und nicht Lernwissenschaft oder Bildungswissenschaft? Also was macht die Erziehungswissenschaft eben nicht zur Lernwissenschaft? Ja, ich glaube, in der Schule geht es eben ums Lernen, aber nicht nur. Ich glaube, wir bilden den ganzen Menschen, sie wachsen mit uns auf. Es ist ein Lebensraum, den wir da gestalten. Sie verbringen da teilweise mehr Zeit als zu Hause. Und da über diesen erweiterten Lern- und Bildungsbegriff nachzudenken, ich glaube, deshalb nennen wir uns Erziehungswissenschaft. Endlich gelöst. Jetzt das Thema unserer Panel-Diskussion heißt ja, wie wird Wissenschaft relevant? Und man könnte sich ja fragen, wie kommt es eigentlich zu einem solchen Thema? Denn wenn Wissenschaft nicht relevant wäre, dann wären wir ja gar nicht hier. Denn dann würde man ja sagen, wozu braucht es eigentlich eine Universität, wenn Wissenschaft nicht relevant wäre? Vielleicht ist die Frage, die wir uns am Ende stellen müssen, wie wird sie als relevant wahrgenommen? Also vielleicht ist es eine Frage der Vermittlung. Mit welchen Methoden, die es dazu braucht? Und allenfalls auch, wie wird sie schneller relevant? Also die Universität Zürich hat eine Tradition in gesellschaftlicher Innovation. Wer es weiß, 1833 wurde die Universität gegründet. 1850 war sie eine der wenigen Institutionen oder Universitäten im deutschsprachigen Raum, an der Frauen wissenschaftliche akademische Abschlüsse erzielen konnten. Es hat dann aber über 100 Jahre gedauert,
bis das Frauenwahlrecht in der Schweiz eingeführt wurde schlussendlich. Und vielleicht geht es auch ein bisschen darum, dass Innovationen, die aus der Forschung kommen, schneller relevant werden. Wir werden das sehen. Die Universität Zürich ist laut ihrem Leitbild der Gesellschaft und der Öffentlichkeit verpflichtet. Sie ist aber gleichzeitig unabhängig in Forschung und Lehre. Sie gibt also nicht vor, wie und in welchem Bereich Forschung und Lehre stattfinden soll. Viele politische Entscheidungen über Forschung oder werden mit Forschung oder Forschungsergebnissen begründet. Gleichzeitig stehen sich ja hier dann Spezialistinnen und Spezialisten einzelner Disziplinen und die Öffentlichkeit gegenüber. Und die möchten in den Dialog treten, das weiß ich von beiden Seiten. Aber die Frage ist, wie können diese Positionen fruchtbar zusammengeführt werden und wie kann eben so ein Dialog dann wirklich stattfinden? Ich möchte damit beginnen, alle vier nach einem kurzen Statement zu fragen. Und ich würde mit Frau Raschle beginnen, nämlich wie kann in Ihrer Disziplin aus Ihrer Sicht Wissenschaft relevant werden oder schneller relevant werden? Ja. Also ich glaube, Relevanz heißt mehr als nur Befunde, die innerhalb der eigenen Disziplin stattfinden. Relevanz heißt, dass ich Ergebnisse erzielen kann, welche in der Praxis, in der Klinik oder im Alltag umgesetzt werden können. Dass also meine Forschungsresultate nicht nur Grundlagenwissenschaften, sondern dass sie informieren über meine Disziplin hinweg, in andere Gebiete hinweg, dass sie Ansatz finden in den Schulen, in der Klinik und dass es da ein Zusammenspiel gibt. Dieselbe Frage würde ich gerne an Herrn Siano stellen. Wie ist es in Ihrer Disziplin? Also wie kann aus Ihrer Sicht dort Wissenschaft relevant werden? In der Onkologie betreiben wir schon seit längerem eine sehr hochspezialisierte Disziplin. Wie erwähnt, molekular, neue Medikamente, Immuntherapien, ganz viele Schlagworte, die immer wieder auch in den Medien auftauchen. Was in den letzten Jahren sich so langsam entwickelt ist, auch bei den Kongressen, es hat Patientenkongresse, es hat Patientengruppen, die dort mitarbeiten, aktiv, und viele Ideen, auch für Studienprojekte, viele Fragestellungen der Gesellschaft, der Tumorpatienten kommen von denen selbst. Und eigentlich ist es dann die Aufgabe meiner Kollegen und von mir, eigentlich das umzusetzen und versuchen zu lösen. Und als wir hier hingefahren sind, habe ich mich auch gefragt, wie ist denn die Universität eigentlich entstanden? Irgendwo hat es gesellschaftliche Fragen, die delegiert man vielleicht an Köpfe, die das schon mal gemacht haben oder gut machen. Und so entsteht eigentlich eine Kollaboration, oder? Die Uni hilft der Gesellschaft. Und ich glaube, in der Pandemie sieht man genau, was eben das Problem ist. Es ist nicht so, dass die Leute sagen, wir haben ein großes Problem, wir delegieren das, wir wollen, dass ihr das mit uns zusammen löst, sondern die machen was und am Schluss gibt es ein Chaos. Genau. Sehr interessant. Das heißt, hier ist es sogar so, dass diese Relevanz auch dadurch zustande kommt, dass quasi Leute schon in Forschung mit neuen Ideen oder Perspektiven bereichern. Selbe Frage an Herrn Bryant. Also wie kann in Ihrer Disziplin Wissenschaft relevant werden oder schneller relevant werden? Also ich glaube, sie ist schon sehr relevant, wenn wir 40 Jahre, 50 Jahre zurückdenken, wo die Grenze der Lebensfähigkeit von Frühgeborenen bei 2000 Gramm angesiedelt war und Kinder mit diesem Gewicht heute praktisch nicht mehr hospitalisiert sind auf der Neonatologie, dann hat sich ganz wesentlich etwas verändert. Und eine Veränderung, die aber überfällig ist, ist eben, dass in den Köpfen von Spezialisten, Ärzten oft noch drin steckt, dass wir wissen, besser wissen als die Betroffenen, was für sie gut ist und was sie brauchen. Und ich glaube, im Kleinen geht es darum, im Alltag darauf zu hören, was braucht diese Familie. Ich glaube, es ist eine sehr begrüßenswerte Entwicklung, dass die Patienten, Elternverbände auf Kongressen inzwischen eine sehr starke Stimme haben und sich selbst einbringen, selbst in den Forschungsprojekten involviert sind, die Fragen mitformulieren. Und ich glaube, nicht zuletzt und gerade auch hier ist die Frage an die Bevölkerung, was ist das, was für euch relevant ist, was ist das, was zählt, wer soll Entscheidungen treffen, wie sollen sie getroffen werden, das sind Fragen, die wir aktiv stellen müssen und von diesem Sockel herunterkommen müssen, dass wir wissen, was das Richtige ist.
Es klingt ein bisschen danach, als ob man sich sozusagen von Laien als Forscher sagen lassen muss, worüber man forschen muss. Wie ist es da aber dann mit der Unabhängigkeit, also dass man als Forscher auch auf Ideen kommen darf, soll, kann, ohne dass es diesen Einfluss gibt? Wie sieht das aus? Es muss ein Austausch sein, der sich gegenseitig befruchtet. Also Citizen Science besteht nicht nur darin, Wissen zu vermitteln und zu übersetzen und transparent zu machen in wunderbaren Podcasts. Aber das ist natürlich auch ein Element, aber wir müssen eben umgekehrt auch zuhören. Und es ist ein gegenseitiger Befruchtungsprozess, eigentlich ein Spiel. Mhm. Herr Petko hat mir schon gesagt, also er könnte seine Forschung gar nicht machen, wenn er nicht diejenigen, wo er Forschung macht, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer oder Schulleitende, davon überzeugt, dass es relevant ist. Also Sie sind von daher prädestiniert, uns zu sagen, wie kann Wissenschaft relevant werden in Ihrer Disziplin? Was sind Ihre Argumente? Genau, also ich glaube, es entscheidet sich schon im Ansatz der Forschung. Also wenn ich erst, nachdem ich die Forschung gemacht habe, darüber nachdenke, ist das jetzt, wie kann ich das jetzt als relevant verkaufen, dann ist es eigentlich schon zu spät. Wir müssen im Grunde Beforschte ganz früh zu Beteiligten machen, die reinholen, mit denen diskutieren. Also wir sehen aus der Forschung folgenden Klärungsbedarf. Stimmt der mit dem, was in der Praxis an Klärungsbedarf ist, überein? Und wir müssen auch ein bisschen Verständnis dafür wecken, was die Wissenschaft am Schluss kann. Also wir liefern ja nicht die allein selig machende Wahrheit mit unseren Forschungen, sondern wir geben Hinweise, unter welchen Bedingungen es wahrscheinlich wird, dass sich größere Wirkung oder Erfolg oder eine Verbesserung einstellt. Und auch wenn die Forschung vorbei ist, müssen wir diesen Dialog suchen. Also wir schreiben niemandem etwas vor, sondern wir geben eigentlich Reflexionshilfen, Entscheidungshilfen, Inputs zur Weiterentwicklung. Und da bewegen wir uns mit der Praxis wirklich auf Augenhöhe. Wir müssen zusammen den Dialog suchen und dann stellen wir gemeinsam Relevanz her. Dann würde mich da auch noch interessieren, also das klingt gut und das würde in der Konsequenz ja auch bedeuten, dass man unter Umständen gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern einen Antrag beim Schweizerischen Nationalfonds stellen würde für ein Forschungsprojekt. Jetzt hat der Schweizer Nationalfonds aber ein Mandat nur zur Förderung akademischer Forschung. Also wo sehen Sie da allenfalls Grenzen oder Veränderungsbedarf? Müsste man den Nationalfonds möglicherweise auch davon überzeugen, dass so etwas möglich sei, ist? Er geht ja ein bisschen in diese Richtung. Er hat zum ersten Mal ja auch für das Review-Verfahren für klinische Trials Laien, wie Sie es dort nennen, einbezogen. Aber wo sehen Sie die Grenzen? Ja. Also de facto macht der Nationalfonds das schon. Also es ist in fast jedem Projektantrag gefragt, dass man eigentlich auch mit Praxispartnern zusammenarbeitet. Und dieser frühe Einbezug ist da schon gefragt. Also ich forsche zum Beispiel zur digitalen Transformation der Schule, ein ganz heißes Thema, insbesondere jetzt mit Covid-19 und dem ganzen Schulschließung, Hybridunterricht und so weiter und so weiter. Aber das reicht nicht, dass ich sage, jetzt mache ich dazu Forschung, sondern auch da muss ich ganz früh, also wir machen in unseren Forschungen ganz früh Begleitgruppen, wo alle relevanten Stakeholder drin sitzen, die mitdenken in der Entwicklung der Projekte. Also das ist die Bildungsverwaltung, das sind Schulleitendenverbände, das sind Lehrpersonenverbände, aber auch einzelne Lehrpersonen, von denen ich weiß, die haben da was zu sagen, die haben was beizutragen und dann planen wir das wirklich gemeinsam. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Weg vorwärts, um diese Relevanz zu fördern, dass wir in der Wissenschaft uns eben nicht in einem Elfenbeinturm bewegen, sondern wir sind schon Spezialistinnen und Spezialisten, aber welche, die in einen Dialog treten. Mhm. Frau Raschel, Sie hatten gesagt, Open Science würden sich eigentlich noch mehr wünschen, in diese Richtung zu gehen. Vielleicht, wenn Sie sagen, was versteht man eigentlich unter diesem Open Science und wie verändert das die Möglichkeiten, diese Relevanz der Forschung zu erhöhen oder zu verdeutlichen, zu vermitteln? Open Science oder offene Wissenschaft bedeutet für mich, dass wir Forschung betreiben, eben nicht nur in den kleinen vier Räumen, in dem kleinen Raum, in dem wir uns befinden, sondern dass wir unsere Wissenschaft, unsere Daten offen machen, mit anderen Forschenden teilen und so eine Kollaboration ermöglichen, welche es auch erlaubt, Fragen zu stellen, die wir so nicht fragen könnten oder Methoden anzuwenden, die wir selber nicht hätten. Also, dass wir auf diese interdisziplinäre Ebene kommen, wo wir einen größeren Blickwinkel einnehmen können, der schlussendlich auch Innovation erlaubt. Mehr als das, was nur
ich selber erfinden könnte, sondern eben das, was wir als verschiedene Forschende und Kliniker und Erziehungswissenschaftler, Politiker gemeinsam informieren können. Ich glaube, dass die offene Wissenschaft das ermöglicht, aber dass sie auch Hindernisse oder Schwierigkeiten mit sich bringt, weil es häufig auch länger geht, man häufig auch etwas offenlegen muss für alle, was man so über lange Zeit hinweg mit viel Vorsicht gesammelt hat, und es liefert vor allem auch nicht immer die schnellsten Resultate. Und da steht man ja gerade als Akademiker auch unter einem gewissen Druck zu publizieren, um sich zu etablieren. Und ich glaube, man müsste viel stärker diese langsame Wissenschaft, das Slow Science und Open Science, schätzen lernen, um weiterzukommen. Ja, Sie sprechen das an. Also die Frage ist, gibt es überhaupt einen Anreiz für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, in diese Richtung zu gehen? Es macht ja, so wie es klingt, die Sache schwieriger. Sie sagen, es braucht mehr Zeit, man muss Leuten eben auch die Möglichkeit geben, sich mit den Methoden, die man verwendet, auseinanderzusetzen. Es ist vielleicht gar nicht so einfach, Daten offenzulegen, die man mit viel Aufwand gesammelt hat, mhm, und die dann andere nutzen können, ohne diesen Aufwand zu haben. Wo denken Sie, müsste es oder strukturell vielleicht Änderungen geben, damit es auch einen Anreiz gibt, stärker in diese Richtung Open Science zu gehen? Also ich glaube, der erste Anreiz ist schon mal das Umdenken, das langsam stattfindet innerhalb der Akademiker, innerhalb der Forschenden und innerhalb auch der Foundations, die Forschung finanzieren, dass man das mehr schätzt. Ein großer Anreiz müsste und kann auch sein, dass man tatsächlich Relevanz erreicht, dass man dies ermöglicht. Ich glaube, dass eben das Fördern dieser Projekte und dieser Forschungsrichtung und das Teilen der Daten uns auch weiterbringen wird. Die Universitäten schätzen das sehr wohl, das wird ja auch anerkannt, interdisziplinäres Arbeiten. Es gibt ja auch immer universitäre Forschungsschwerpunkte. Wir beteiligen uns hier zum Beispiel an einem universitären Forschungsschwerpunkt, das zum Ziel hat, verschiedene Fakultäten und Institute miteinander zu verbinden. Es wird gezielt so gefördert, dass Fragestellungen, welche eine gesellschaftliche Relevanz haben, umgesetzt werden und die Wissenschaftler auch so ein bisschen gezwungen werden, zusammenzuarbeiten und neue Perspektiven einzunehmen. Es gibt auch strukturelle Möglichkeiten, das zu befördern. Genau. Herr Sianus, Sie haben ein beeindruckendes Netzwerk, Sie haben das auch in Ihrer Vorstellung erwähnt. Das ist ja nicht nur ein Netzwerk von Forschenden aus verschiedenen Disziplinen, denn Sie haben häufiger, vielleicht als das in anderen Bereichen üblich ist, mit Stakeholdern auch aus der privaten Wirtschaft zu tun, also wo es um auch technische Innovationen geht in dieser Richtung. Welche Rolle spielt es aus Ihrer Sicht diese Relevanz, dass diese Zusammenarbeit auch mit privaten Firmen oder Innovationen? Ich bin sehr froh um diese Frage, weil da kann ich bei Open Science wieder ansetzen. Also wie Sie wissen, Onkologie auf hohem Niveau, neue Medikamente zu entwickeln ohne Private Partnerships ist ja praktisch unmöglich. Andersherum muss man auch sagen, dass praktisch 80% oder mehr der Innovation ja eigentlich nicht von den Pharmaindustrien zum Beispiel selber kommen, sondern das wird an den Akademien, an den Universitäten erforscht, gefunden und dann gibt es Startups, wird ausgelagert und irgendeine Pharmaindustrie kauft das und verkauft das dann für sehr viel Geld. Und das, dem will ja Open Science entgegenwirken auch, oder? Man muss sich fragen, wer soll die Hoheit über diese Daten haben? Weil wir wollen ja weiterkommen. Die Alternative ist ja schlecht, das hatten wir die letzten Jahre. Das muss offen sein, damit jeder davon profitieren kann. Umso mehr, dass diese Science ja gemacht wurde mit öffentlichem Geld. Das sind die Leute, die das bezahlen. Und deswegen muss das öffentlich sein. Und klar, man muss Modelle finden. Und dort spielt die Politik auch ein bisschen eine Rolle, schon bei der Preisfindung, das kennen wir alle. Da muss auch klar deklariert werden, wo ist die Innovation, woher ist sie gekommen und da soll Geld hinfließen. Mhm. Genau. Aber ist das nicht manchmal auch ein Problem, wenn man sagt, also man veröffentlicht sofort, was man hat, dann verhindert man ja unter Umständen, dass es eine Firma gibt, die aufgrund dieser Erkenntnisse starten kann, weil man ja sagt, naja, diese Information ist ja jedem anderen auch zugänglich, dann hast du eigentlich kein Geschäftsmodell. Also ist es manchmal auch ein Nachteil, wenn man sehr schnell veröffentlicht, weil man dann unter Umständen verhindert, dass es eben zu einer praktischen Umsetzung kommt?
Dafür gibt es ja Patente. Die Frage ist, wem gehört das Patent? Mhm. Wenn jemand an der Universität forscht, soll das der Universität gehören? Weil andersherum kann es ja auch wieder so ausgelegt werden, dass man ja dann forscht, vielleicht mit einem Institut, mit einem öffentlichen Unternehmen zusammen, und dann halt nur das veröffentlicht wird, was Geld einbringt und eben die negativen Studien ja nicht. Und das kann man praktisch nur damit verhindern, dass man eigentlich auch zwingt, Ethikkommissionen, die dann wirklich auch die Publikationen zwingen, auch negative Daten, die bringen einen manchmal fast weiter als die positiven Daten. Ja. Herr Bryant, würde ich gerne fragen, weil das brauche ich den Herrn Petko wahrscheinlich nicht zu fragen, nämlich welche Rolle die digitalen Kommunikationsmittel spielen. Also wenn ich vermitteln möchte als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler, womit ich mich beschäftige, was interessante Ergebnisse sind, dann muss ich mich ja eigentlich mit diesen ganzen neuen Hilfsmitteln, die dauernd im Wandel sind, mich auch beschäftigen, lernen, damit umzugehen, und habe nicht unbedingt den Didaktiker für digitale Medien direkt an der Hand. Wie beeinflusst das Ihre Arbeit oder Ihre Vermittlungstätigkeit oder auch der Umgang mit Forschung insgesamt? Ich muss sagen, im Moment spielen digitale Medien bei der Vermittlung eine geringe Rolle. Das ist vielleicht etwas, wo wir dazu lernen können. Also wir wissen, dass Wissensvermittlung in Bildern viel besser gelingt als nur durch Zuhören. Und da sind wir, glaube ich, im Moment noch ziemlich oldschool. Das kann besser gehen. Die Vorstellungen, die wir uns machen, und die Realitäten, die sind trotzdem manchmal sehr, sehr unterschiedlich. Also das sehen wir schon daran, dass wenn wir Eltern vor der Geburt über eine Situation informieren, sie sich manchmal ein ganz anderes Bild davon machen als das, womit sie dann danach konfrontiert sind, sodass ich glaube, dass die Besuche und das praktische Erleben eine große Bedeutung haben. Und ich glaube, dass tatsächlich auch der direkte und unmittelbare Kontakt mit Betroffenen eine ganz herausragende Rolle spielt, wo ich nicht ganz sicher bin, ob wir das mit den digitalen Mitteln in gleicher Weise hinbekommen können. Als Beispiel, wenn es darum geht, wenn ein Elternpaar sich entscheiden muss, wie es mit einer bestimmten Krankheit umgehen und leben kann, dann kann ich davon berichten und erzählen. Das wird dann zumindest zwischen den Zeilen auch meine eigene Wahrnehmung widerspiegeln. Wenn ich da Medien einsetze, wie auch immer, dann sind die des Medienschaffenden, die Vorstellungen werden mit übermittelt. Und ich glaube, die beste Möglichkeit für Eltern, ein echtes Bild davon zu bekommen, ist, sich mit anderen Betroffenen kurz zu schließen und diesen Kontakt zu suchen. Und da würde ich eine wichtige Aufgabe von uns sehen, das zu ermöglichen. Würden Sie denken, dass es sinnvoll ist, dass man in der Ausbildung, also jetzt in Richtung Medizin, jetzt in Ihrem Fall zum Beispiel, so etwas wie kritische Digitalkompetenz oder auch Kommunikationskompetenz zu einem Teil der Ausbildung machen sollte? So wie das klingt, ist das ja so zentral, die Beschäftigung mit diesen Fragen? Ja, also ich habe das auch in einem früheren Leben mal versucht gehabt. Wir haben Filmprojekte, interaktive DVDs versucht zu gestalten, die Erstversorgungen im Gebärsaal simulieren. Es ist doch alles, also es ist ein Spiel, es macht Appetit, es macht Lust, aber es ersetzt natürlich nicht den Zauber, den man erlebt, wenn man dabei ist. Und ich glaube eigentlich, wir dürften früher und mehr praktisch involvieren, und wir müssten vielleicht auch Fertigkeiten lernen, und dann auch Lehren, die im Moment in der Ausbildung noch zu kurz kommen. Mhm. Stichwort Kommunikation, Stichwort sich selbst positionieren, sich selbst reflektieren. Wer bin ich, wo stehe ich, was sind meine Gefühle und Wahrnehmungen in einer Situation, was ist das Wissen, was ist meine Interpretation davon und was bedeutet das aus einem ganz anderen Blickwinkel vielleicht? Ich glaube, das ist ein wichtiger Input. Die Digital Society Initiative der Universität Zürich hat ja so ein Studium Digitale entwickelt. Die Idee dabei war ja, sich vor allen Dingen kritisch
reflektierend mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Die wird sicherlich von diesem Input in der Weiterentwicklung auch profitieren. Ich würde Herrn Petko noch gerne fragen, also wenn Sie Forschung machen, zum Beispiel zur Entwicklung von Schulleistungen, dann ist ja der Nutzen, wenn man so will, oder den Wert, den das hat, für verschiedene Leute ein anderer. Also wenn ich als Schüler mich zum Beispiel irgendwo einloggen kann und sehen, wo stehe ich eigentlich im Verhältnis zu meinen Klassenkollegen oder zum Klassenziel, dann hilft mir das ja vielleicht, jetzt im besten Fall, meine Lernanstrengungen besser strategisch einzusetzen. Die hat aber möglicherweise weniger ein Interesse daran, dass Sie zu Daten kommen, mit denen Sie so eine Art Echtzeit-Monitoring von Bildungsaktivität machen können. Das würde ja bedeuten, dass man eigentlich unterschiedlich mit diesem unterschiedlichen Wert, den diese Forschung hat, an die verschiedenen Stakeholder drangehen muss, damit Sie erkennen können, das hat Wert, also ist Relevanz für mich. Wie setzen Sie so etwas um, wenn der Nutzen oder der Wert doch sehr unterschiedlich ist für die verschiedenen Beteiligten? Ja, ich glaube, also wenn man irgendwelche Innovationen implementiert im Bildungswesen und man sagt, okay, wir machen hier das tolle neue Softwareprodukt oder den tollen neuen Unterrichtsansatz XY und wir möchten das mal vergleichen mit ganz normalem Unterricht, ja, dann macht man schon was verkehrt, oder? Also im Grunde das, was wir vergleichen sollten, ist eine sehr gute Variante vom Unterrichtsansatz A mit einer ebenso guten, sehr guten Variante von Unterrichtsansatz B. Also alle Schülerinnen und Schüler können sehr gut lernen, aber wir variieren bestimmte Aspekte, oder? Und früher hat man dann immer gesagt, ja gut, die dürfen davon nichts wissen, sondern heute schafft man in aller Regel Transparenz. Das heißt, man sagt, wir möchten mal etwas ausprobieren. Wäre das auch im Interesse der Schule oder der Schülerinnen und Schüler und der beteiligten Lehrpersonen, dass wir sowas mal erproben? Ja? Hätten nicht alle mal ein Interesse daran zu schauen, was macht mehr Spaß, was wirkt besser, was ist lehrreicher. Und das ist eigentlich so ein Unterrichtsansatz, das interessiert die Leute, oder? Und da machen sie dann eben auch gerne mit. Mhm. Und das meinte ich auch am Anfang mit diesem Beforschte zu Beteiligten machen, zu Leuten, die auch neugierig sind, was rauskommt. Und das gibt auch eine ganz andere Bereitschaft, mitzumachen bei den Studien. Es ist ja nicht so, dass Schulen zu wenig zu tun haben und die warten darauf, dass wir jetzt mit Forschungsanliegen zu ihnen kommen, sondern in Schulen wird sehr viel Forschung gemacht. Und wir müssen gute Argumente haben dafür, dass sie bei uns dann am Schluss mitmachen. Mhm. Bringt mich auch noch auf eine strukturelle Frage. Zum einen sind Professoren ja in der Regel mit Stellen ausgestattet, aber sie bemühen sich natürlich in der Regel auch um Projektförderung. SNF-Projektförderung von 3 oder 4 Jahren, mit dem man etwas umsetzt. Jetzt versucht man, Personen zu überzeugen. Ich versuche in meiner Studie einen Weg zu finden, wie man ein besseres Training zum Beispiel oder eine bessere Intervention erzielt. Und die Personen machen auch gerne mit, weil sie denken, das hat einen langfristigen Nutzen. Aber wenn die 4 Jahre rum sind dieses Projektes, dann ist das Projekt eben beendet und der langfristige Nutzen, wir ziehen dann gerne weiter zum nächsten Projekt. Ich habe jetzt niemand von Ihnen speziell im Auge, aber wo sehen Sie denn Möglichkeiten, wie man von vornherein dieses Nachhaltigkeitsversprechen vielleicht auch besser einlösen kann? Dass man nicht einfach sagt, also wenn das Projekt zu Ende ist, jetzt weiß ich, was die Grundlagen sind und was damit passiert, das überlasse ich mehr oder weniger einem ungemanagten Zufall, kann ja was draus werden. Vielleicht, Herr Siano, Sie scheinen ja vielleicht am meisten Erfahrung damit zu haben, dass Sie von vornherein auch schon an die Umsetzung dann auch in einem wirtschaftlichen Bereich denken. Ich erinnere mich an gewisse Studien bei gewissen Tumorentitäten, wo sie ist, also in Lymphomstudien, da musst du dann 10 Jahre lang warten, bis du die Resultate hast und so weiter. Ja, das braucht halt Zeit und auch schon nur eine Studie aufzugleisen, braucht Zeit. Alles, was limitiert ist, 4, 5 Jahre, es soll eine Kontrolle herrschen, wo man schauen kann, ob es Fortschritte gibt, weil das Geld aus dem Fenster rauswerfen können wir uns nicht leisten. Aber wir leben schon in einer sehr raschen Zeit. Entschleunigung habe ich mal ein bisschen gehört. Ein Schritt nach dem anderen und halt auch auf Kontinuität setzen, nachhaltig.
Nachhaltigkeit, gute Projekte wachsen weiter. Das übergibt man dann eben den Nachfolgern, auch den Studenten. Ein Student kann das übernehmen, das Projekt weiterführen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da muss man sicherlich auch eine gewisse Entschleunigung in Kauf nehmen. Mhm. Ansonsten fallen wir in diesen Trudel rein, wo dann einfach alles schnell und möglichst rasch, und dann, glaube ich, ist es nicht der richtige Weg für viele Fragestellungen. Mhm. Frau Raschle, würde ich gerne noch fragen, es wird ja, wenn man heute versucht, Bürgerinnen und Bürger in Forschung mit einzubeziehen, man wendet sich an den Nationalfonds und der sagt, ja, wir haben da dieses Wissenschaftskommunikationsprogramm. Aber was Sie sagen, klingt ja eher danach, für bestimmte Fragestellungen bin ich so auf diese Mitarbeit schon auch in der Planungsphase eines Projekts angewiesen. Das ist ja was anderes als Wissenschaftskommunikation, wo man seine Ergebnisse versucht, in geeigneter Form zu vermitteln. Wo sehen Sie sozusagen die Unterscheidung zwischen Wissenschaftskommunikation und Mitforschung sozusagen? Und wenn ich noch eine Frage draufpacken darf, eben, gibt es Bereiche, wo Sie sagen, da ist eigentlich der Einbezug dieser Stakeholder einfach ein Muss, um gute Forschung überhaupt machen zu können? Ich weiß gar nicht, ob es die Unterscheidung überhaupt braucht, denn für unsere Forschung, wo wir ja versuchen, mit Kindern und Familien zu arbeiten, um mehr über das sich entwickelnde Gehirn zu lernen, müssen wir bei der Wissenschaftskommunikation beginnen. Der Wissenstransfer, haben wir gehört, ist immer bidirektional, konstant und ongoing. Er geht voran. Wir müssen Familien und Kindern gut erklären können, was es ist, das wir machen und wieso wir es machen. Gleichzeitig geben sie uns die Informationen, die es uns lehrt, zu lernen. Und es ist deswegen immer ein Hin und Her. Schlussendlich, aufgrund von diesem Hin und Her möchten wir Wissen generieren, das dann wieder implementierbar ist in Ihrem Alltag. Ich glaube, die Wissenschaftskommunikation und der Wissenstransfer finden nonstop statt. Und eben mit dieser kurzen Zeit der Implementierung, ich glaube, hier ist es einfach wichtig, dass der Wissenstransfer oder die Kommunikation so erfolgt, dass es ehrlich ist, dass eben halt Wissenskommunikation auch bedeutet, ein Verständnis aufzubauen über wie Wissenschaft funktioniert, was die Methoden sind, die wir benutzen, denn Wissenschaft ist ein Prozess und muss immer so als Ganzes auch gesehen werden. Nur so kann man die Ergebnisse danach verstehen. Und ja. Okay. Dann möchte ich gerne noch mal alle vier kurz fragen, weil wir zum Ende kommen müssen leider. Ich würde sonst noch viele weitere fragen. Nämlich, es geht auch ja um die Universität Zürich und nicht nur um das Thema ganz allgemein. Die Universität Zürich sieht sich als ein Ort unabhängiger und kritischer Reflexion von Themen. Sie möchte diese Unabhängigkeit auch behalten. Wie könnte aus Ihrer Sicht diese Rolle gestärkt und vielleicht noch sichtbarer gemacht werden? Und wo sehen Sie Ihre Rolle dabei? Also für mich ist es wichtig, Forschung auch im Zusammenhang mit der Lehre zu sehen. Also wir qualifizieren bei uns wissenschaftlich qualifizierte Lehrpersonen, zum Beispiel bei uns in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Das heißt, die sollen eine erhöhte Reflexionsfähigkeit haben. Die sollen sich an Forschungsbefunden orientieren können, wenn sie Unterricht gestalten. Die unterrichten aus dem Bauch heraus, aber eben nicht nur aus dem Bauch heraus. Sie haben Methoden und die haben ein wissenschaftliches Orientierungswissen. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, wie Wissenschaft relevant werden kann, nämlich über unsere Lehre, oder? Dass wir da eine neue Generation von verantwortungsvollen Praktikerinnen und Praktikern bilden, die quasi mit Forschung in Berührung gekommen ist. Und das finde ich einen spannenden und auch eine schöne Aufgabe. Vielleicht darf ich gerade ansetzen, weil es so gut passt. Ich würde genau dasselbe sagen, eben für die Lehre, aber ich würde noch weitergehen und dasselbe zu unserer Arbeit sagen. Wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder mit Familien, geht es auch hier darum, ihnen etwas zurückzugeben und ihnen das wissenschaftliche Denken zu vermitteln. Denn schlussendlich bilden wir eine Generation heran, die mit immer mehr Informationen konfrontiert wird, Pandemie, Klimakrise. Umso wichtiger ist es, differenzierte Informationen betrachten zu können. Und so können wir nicht nur eine nächste Generation Studierenden erschaffen oder lehren, sondern eben auch eine nächste Generation, die wissenschaftlich denkt. Könnten Sie uns als Universität Zürich aus heutiger Sicht Empfehlungen geben, wo wir diese Rolle als unabhängig kritischer Ort der Reflexion stärken könnten? Ja, ich glaube, das praktische Tun
Wenn wir uns einen Namen machen damit, dass wir reflektieren, was wir tun, und zwar nicht nur kurzfristig. Also wir lieben ja kurzfristige Ergebnisse, weil wir schnell sehen, was da passiert ist. Aber wenn wir zum Beispiel mit einem zeitlichen Abstand von 10 Jahren zu Familien zurückgehen und sie fragen, im Rückblick, was hätte anders sein sollen, haben wir die Ziele, die für euch aus der heutigen Sicht eigentlich wichtig sind, gut erreicht und gut unterstützt damals? Oder haben wir an einem kurzfristigen Ziel gearbeitet, was das Langfristige konterkariert hat? Das ist ein Weg, vorbildhaft zu zeigen, dass man sich selbst reflektiert, dass man sich selbst in Frage stellt und fragt, wo die eigene Rolle ist. Und dafür hat die Universität natürlich mit ihrer Interdisziplinarität eine wunderbare Rahmensituation, um das leisten zu können. Mhm. Noch eine Empfehlung von Ihnen? Ja, man muss zeigen, was man macht. Öffentliche Vorlesungen, die halt eben nicht so gehalten sind wie mit den Studenten, sondern da muss man halt wirklich so mit den Leuten reden, es ist nicht jeder ein Akademiker, dass sie das verstehen, und ich glaube, dann kommt es von selber, weil man sieht, dass da Gutes gemacht wird, dann hat man die Unterstützung und so weiter. Mhm. Vielen Dank. Damit würden wir unsere Diskussion zu Ihrer Einführung heute abschließen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre nachdenklichen und differenzierten Antworten und Kommentare. Ich glaube, die Universität Zürich kann stolz darauf sein, dass Sie hier sind, an der Universität Zürich sind. Und ich glaube, im Namen von den Kolleginnen und Kollegen, die schon da sind oder vor Ihnen da waren, nochmals ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Ihnen vielen Dank, dass Sie heute hier waren, dass Sie der Diskussion gefolgt sind. Und es gibt noch einen Programmpunkt im Anschluss, wo jemand von Ihnen, glaube ich, etwas dazu sagen möchte. Ja, also ich würde mich sehr freuen, Sie gleich alle unten begrüßen zu können. Wir alle würden uns freuen, dass es unten in der Aula im Lichthof der Universität, im Lichthof Süd, ich glaube, das ist da, wo das Sofa von Pipi Lotti-Rist ist. Bitte kommen Sie mit uns anstoßen. Fänden wir sehr schön. Vielen Dank. Dann Ihnen noch einen schönen Tag. Applaus